Ich begrüße euch wieder in meinem Wasserkeller in Münsterland. Heute geht es wieder auf an die Produktion von Sachen für den Weihnachtsbasar. Und ja, ich habe ein paar Bilder, die Ideen stammen aus Pinterest. Jetzt gilt es noch umzusetzen in etwa die Größe und so weiter. Und ja, das soll es werden. Spielzeug für die ganz Kleinen, für die Förderung der Koordination. Ich habe hier drei verschiedene Muster, da gibt es noch ein paar mehr, aber wenn ich so viele verschiedene anfertige, dann muss ich auch jedes Mal immer eine Schablone oder so machen, damit die einigermaßen gleichmäßig sind. Ja, und wie ich es gemacht habe, seht ihr nach dem Intro. Das nächste Projekt für unseren Weihnachtsbasar haben wir uns Kinderspielzeug überlegt, so Geschicklichkeitsspiele. Wo wird man da fündig? Bei Pinterest natürlich. Und ja, das sind dann einmal so ein Dino. Hier habe ich das Original, das ist die Originalgröße. Eine Ente und so ein Elefant. Und ja, dann geht es nämlich dann immer darum, wie groß muss das werden, denn das sind ja mal 6-7 cm. Waren wir uns so auf ja, so 18 bis 20 cm eigentlich geworden. Also ein paar Mal hin und her kopieren, bis man dann in etwa auf die Größe ist. Und das sind dann jetzt meine drei Vorlagen. Zwei, drei. Und der Rest ist natürlich wieder für die Tonne. Es ist ja schön, dass man das heute machen kann mit den Heimdruckern bzw. Kennerdruckereinheit und was sie sonst aber noch so können. Und das für eigentlich nur ein paar Euro, wenn man ehrlich ist. Teuer ist die Tinte und wenn man nicht die Originaltinte kauft, kommt man da auch ein Stück weiter mit. Selbst wenn dann die Garantie verloren geht, bei zweimal Tinte nachkaufen, ist egal. So, dann habe ich in meiner Restekiste gestöbert. Ich habe hier so einige Kiefernplatten gefunden, die sind so, ja, auch so um die 20 mm, 20, 18, die sind ein bisschen drüber, also sowas in der Richtung nehmen wir da mal für. Oder werde ich jetzt von jedem erstmal einen aufkleben, damit ich ein Muster habe. Den Trick mit dem Klebeband habe ich auch ja schon öfter gezeigt, der ist auch nicht von mir. Erstmal Klebeband drauf und dann mit Sprühkleber aufkleben, dann kriegt man bedeutend einfacher wieder runter, wie direkt aus Holz kleben. Da hat man nachher nur unnötige Schleifarbeiten. Obwohl dieses Klebeband ist natürlich auch nicht umsonst. Ja, aus irgendeinem Grund war die Kamera wieder aus, jedenfalls habe ich die Muster da jetzt aufgeklebt. Aber das weiß ja jeder, der schon mal sowas gemacht hat. Was ist denn hier los? Und das werde ich jetzt mal an der kleinen Bandsäge, denke ich mal, auslegen. Mach mal ganz schön enge Radien, die kriegt man den Arm auch nicht hin. Holen wir nochmal meine original ausgedruckte Vorlage raus. Das ist manchmal sehr schwer zu erkennen auf diesen starken Vergrößerungen. Aber es muss ja auch nicht hundertprozentig genauso werden. So, ich finde, ich halte den anderen mal daneben hier. So schlecht ist es gar nicht geworden. Ja, jetzt brauche ich die Bohrung da drin.
gucken, die müssten so. Nehmen wir, ich habe einen 15er Forstner. Glaube, der macht das am schonendsten. Ja, gehen wir zur Bohrmaschine. So, damit das nach hinten nicht ausreißt, lege ich immer ein Stückchen unter. Und ja, ich muss auch jedes Mal ein bisschen weiter, weil sonst sind ja die Bohrungen, es sind da ja Wiederholräume drunter. Nicht nur einen davon machen will, sondern eine ganze Serie. Und weil ich ihn habe, nehme ich den Fingerschleifer dafür, beziehungsweise die Powerfeile oder wie man auch immer das da nennen soll. Das kann man natürlich auch von Hand machen. Jetzt gehe ich eben an den großen Bandschleifer und schleife kurz die Flächen einmal über. So, an der Tischfräse einen kleinen 3 mm Radius. So, das erste Stück ist fertig. Bis auf ein bisschen Lasern und dann muss da natürlich nachher noch eine Schnur drin. Die müssen wir noch mal gucken, wie wir die machen. Kleiner Zwischenbericht. Beim Fräsen komme ich hier bei dem Elefanten hier durch den Rüssel. Deswegen werde ich die nächsten etwas weiter auseinander machen. Beim Einzelstück kein Problem, wenn ich da aber 10 oder 20 von mache, ist das ganz schön viel Arbeit, das alles von Hand nachzuschleifen. Die Rohlinge sind jetzt alle zugesägt und ja, mit der Schleiferei bin ich dann teilweise hingegangen und habe hier die Radien so ein bisschen optimiert. Wo da muss ich mir auch noch was Extras einfallen lassen, aber damit ich die auf dem Fingerschleifer besser schleifen kann. Denn beim Einzelstück spielt das so nicht die Rolle, aber wenn ich hier so einen ganzen Berg mache, dann muss man da schon ein bisschen darauf achten, dass man es sich einfach macht. So, jetzt fehlt noch diese Stelle hier bei den Elefanten. Da komme ich mit keinem anderen Schleifer dran. Da kann ich nur mit so einem, ja, wie heißen die eigentlich sonst, Trommelschleifer? Ich weiß gar nicht genau. Aber habe ich nicht. Und ja, dieses Ding in alle Richtungen schwenken beim Halter für die Bohrmaschine, der hat mir schon oft geholfen. Diese Schleifer, diesen ganz kleinen, das ist eine 8 mm Schraube, habe ich einen Schlitz reingemacht mit einem Winkelschleifer, einen 1 mm Winkelschleifer, ein Stückchen Schleifpapier reingemacht, aufgedreht. Ich habe es erst gesichert noch ein bisschen Isolierband, weil wenn es neu ist, dann ist das noch ziemlich steif. Und das ist auch ein Papier, Schleifpapier, also kein Gewebe. Aber da kann man sich mit helfen. Funktioniert. Natürlich könnte man jetzt noch irgendwie da eine Platte drauf machen mit einem Loch drin, aber man muss nicht übertreiben. Ich habe mich dann auch noch entschlossen, die Löcher von innen ein bisschen auszuschleifen. Nicht so ganz, aber zumindest, dass keine Splitter mehr rausstehen. Sonst ist der Aufwand doch zu groß. Die kleinen Kinder können da mit ihren Fingern so schön rein. Also
lieber ein bisschen mehr als zu wenig. Wo ich die Kamera nicht anhatte, weil es einfach irgendwie zu friemelig war oder auch im anderen Raum, da hatte ich dann keine Lust, die Kamera anzumachen. So, das ist das eine Motiv. Da habe ich mit dem anderen noch Namen oder eine Bezeichnung reingelasert. Meine Enkelin, die hat ein Kuscheltier, eine Ente, die heißt Enti, auf beiden Seiten. Und bei dem Dino auch. Nur der Elefant, der hat keinen Namen. Aber ist egal. So, die Schnüre habe ich ausprobiert, sind verschiedene Längen. Da hatten wir auch fertige Kugeln gekauft, habe ich mit Heißkleber eingeklebt. Und von einer Riffelstange so 6-7 cm lange Stücke abgeschnitten, hinten reingebohrt und auch mit Heißkleber die Schnur reingeklebt. Ja. Mehr gibt es da eigentlich nicht zu sagen. Die Größe, wenn ihr das nachmachen wollt, gute Hand groß. Die Bahn baue ich so 18 mal 14, der Elefant. Ente auch 15. 15 mal 15 etwa. Und der Dino, die Länge um die 20. Ja. So in etwa, dass ich einen Anhaltspunkt habe. Aber wie gesagt, die Bilder standen bei Pinterest drin. Und ja, ein paar Mal vergrößern, dass man auf eine gewünschte Größe kommt, so in etwa. Und nicht unbedingt schwierig, das Ganze. Das ist die Ausbeute. Hoffen wir mal, dass es bei Omas und Opas und bei den Eltern gut ankommt. Bei den Kindern sowieso, da mache ich keine Sorgen. Ja. Ob wir sie alle verkaufen, weiß man nicht. Aber der Rest ist dann fürs nächste Jahr. Das war's dann wieder aus dem Bastelkeller im Münsterland. Ich wünsche euch alles Gute und bis dahin gut. Gut gone. Ja, wer Lust hat, schickt mir seine Datei mit seinem Logo. Erscheint dann da. Ist natürlich nicht immer im Bild, aber ab und an mal. Und ja, was soll ich sonst sagen? Abonnieren, kommentieren, die Glocke bringt mir ein paar Punkte irgendwo. Wo weiß ich auch nicht, aber ist auch wurscht. Hauptsache, ihr habt Spaß beim Zuschauen.